werden die Warm-up-Runde liefern, das so wild hin und her zackt. Die Reifen werden aufgewärmt, auch hier wie im Motorbrauch dann später in der Formel 1. Und sie sollen das stellenweise sogar aus Kohlefaser. Das heißt also, es gibt einen ganz, ganz knappen Schleifbereich. Nur eigentlich gibt es gar keinen Schleifbereich, sondern es gibt wirklich nur einen Punkt. Entweder Sie treffen den und Sie haben genau die richtige Drehzahl und kommen weg ohne Wheelspin, oder der Karren ist aus. Da könnte der ein oder andere eine allumfassende Erklärung zu abliefern, unter anderem von gestern eben auch Christian Menzel. Für Sie die wissenswertesten Leute, auf Pole die 8, das Red Bull Auto von Trulli, Sieger von gestern, erste Reihe komplettiert mit Angelelli, dann Überraschungsmann Wolf Hensler, danach der Meister mit der Startnummer 7, Norberto Fontana, hier zu gewinnen, oder ob er sich in tiefer sportlicher Hochachtung vor seinem Kollegen wieder verneigt, wie er es gestern gemacht hat. Er hat dem Transporter gestern gesagt, also wenn du es schaffst zu gewinnen, dann werde ich dich auf keinen Fall attackieren. Es gibt wohl ein Problem im Nürburgring. Da schoben die Streckenposten einen Footwork nach vorne. So weit vorne hat ein Footwork noch nie in der Startaufstellung gestanden, und das gleiche gilt jetzt für Markus Friesacher, aber der gibt das Zeichen, es geht nicht, bitte schiebt mich raus. Ist natürlich jetzt scheiße, Entschuldigung, es ist nicht besonders gut für diejenigen, die in den ersten Startreihen stehen, denn da könnten unter Umständen die Motoren überhitzen, hineingeschoben. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die grüne Flagge am Schwanz des Feldes. Aha, haben wir schon, 5-Sekunden-Tafel haben wir auch. So, da wird jetzt die Startampel auf Rot und dann auf Grün geschaltet werden, und zwar innerhalb von 3 bis 5 Sekunden. Grün ist geschaltet und ganz schlecht weggekommen ist Rui Aquas, sehr, sehr schlecht, aber sehr gut weggekommen sind Norberto Fontana und Wolf Hensler. Boah, haben die den Angelelli übertrumpelt. Es gibt eine Doppelführung in der ersten Ecke schon für die Mannschaft von Norberto Fontana. Der kommt auch von der insgesamt 8. Position und tobt jetzt schon auf Rang 3 rum. Und jetzt müssen die Streckenposten in der Ostkurve ein bisschen zügig arbeiten, denn da gilt es, das Zani-Auto zu bergen, der sich vorbeibremste mit Brachialgewalt an Jaroslav Wirtschuk, dem Polen. Und der rutschte dann gegen den Zani-Heckflügel. Und was sagt unsere Spitze im Motodrom? Es gibt einen riesigen Vorsprung des Jarno Trulli. Das ist ein Mann, den es zu beobachten gilt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Sie den über kurz oder lang in der Formel 1 sehen. Trulli ist durch, Fontana hinten dran, dann Coronel. Der ist der bestplatzierte Opel Werkspilot im Augenblick, denn Trulli und Fontana sind Brevagis, dahinter Angelelli, auf Platz 4. Weil der hat so ungefähr 20 Kilo vom edelsten Kies dabei. Und es gibt jetzt übrigens auch ein kleines Problemchen am Coronel-Auto, weil das muss man auch merken. Aber wir schauen zu Platz 2 und 3, sie kommen hinein ins Motodrom. Trulli ist vorne weg, dann Fontana, wird nach wie vor attackiert von den beiden Opelanern. Von Angelelli und von Hensler, dann die Italiener, die Fiat-Piloten mit Peter und mit Thiemann, nur schwer zu unterscheiden, beide mit gelben Schutzhelm unterwegs. Dann der Portugiese Rui Aguas, und danach ist es wohl Klaus Graf auf dem Escom-Auto auf einem 9. Rad. Beschleunigen können. Hensler muss sich wieder hinten anstellen im Windschatten, und die Fiat scheinen wohl zu einer neuen Höchstform aufgelaufen zu sein, denn auch Marcel Thiemann kommt heran. Und Angelelli drückt permanent hinter Norberto Fontana, aber dieser kleine junge Mann mit der Jockey-Figur, 61 Kilogramm wiegt, der Toll des Formel 3 Routiniers Massimiliano Angelelli stand. Trulli, sein Vorsprung, wie groß jetzt als die Verfolger? Im Augenblick in einer Ausgabe und auch Tim Bergmeister und Frank Krämer. Und wieder der Versuch von Angelelli, diesmal aber auf der Außenbahn, und da hat Norberto Fontana beim Einbiegen ins Motodrom gut lachen, aber jetzt wird es wahrscheinlich passieren beim Anbremsen der Sachskurve, wenn Fontana im Luft lässt, lässt er aber nicht, zieht sehr früh nach innen hinein. Fontana hatte gestern ein bisschen ein Problem mit der Bremsbalance seines Autos, und auch im Augenblick scheint er wieder der Langsamste in dieser Vierergruppe dort zu sein. Fontana, Angelelli, Peter und Hensler. Trulli durch, und sehen Sie mal, wie groß der Vorsprung des 20-Jährigen aus Pescara in Italien wird. Größer und größer ist noch das Auto kaputt und beschädige den Unterboden. Ganz langsam aus dem Cockpit herausriss, ganz dicht vor seiner Truppe dort von dem KMS-Team an der Boxenmauer entlang zog. Und es
ist geschafft. Für den Schweizer Rennstall und den italienischen Fahrer, für Roberto, nicht für Roberto Fontana, das haben wir oft genug gesagt in diesem Jahr, für Jano Trulli und die Achleitner-Truppe, die Österreicher, unserer Gaststatter, die applaudieren denjenigen, die durchkommen. Sie werden gesehen, wenn du nach Hause kommst, der einen guten Job gemacht hat. Sag ihnen mal, wie das ausgegangen ist. Sensationell gute Stimmung. Freue mich. Das werden Sie in diesem Jahr so noch nicht erlebt haben, unsere Formel 3 Jungs. Wir waren bei vielen.